miteinander, Freunde. Ich möchte heute eine schöne Tour machen, der Donau entlang, von Beuron bis nach Inzigkofen. Beuron ist da oben und werde alles hier der Donau entlang laufen, da bis hier nach Inzigkofen. Eben bin ich da in Beuron gestartet. Es ist heute ein bisschen ein rednerischer Tag. Ich hoffe, dass vielleicht dann noch die Sonne ein bisschen nach vorne kommt. Aber jetzt. Da unten sieht man noch den Bahnhof von Beuron, wo ich soeben angekommen bin. Übrigens ein berühmtes Klosterdorf. Hier unten ist das Kloster zu sehen. Das ist ganz berühmt. Übrigens, die heutige Tour geht hauptsächlich auf dem Donau-Fahrradweg. Ich werde diesem Weg der Donau entlang nach marschieren. Soeben ist eine Bahn eingefahren da unten. Die geht jetzt dann Richtung Sigmaringen nach Ulm. Ganz einen schönen Weg, Straße. So, jetzt fährt sie dann ab und geht hier durch das Donautal entlang nach unten. Hier befinde ich mich im Donautal. Hier durchquert die Donau den Jura. Da oben dieser mächtige Fels mit dem Kreuz. Ganz was, ja, Interessantes im Jura. Diese Felsköpfe da oben. Das ist wirklich sehr interessant. Auch da vorne hat es einzelne Felsköpfe drin. Mal nach oben da. Und da unten ist jetzt die Donau zu sehen. Die macht da ziemlich einen Bogen. Oben in der Felswand ist fast wie eine Höhle. Eine mächtige Wand da oben. Das ist wirklich sehr beeindruckend für mich. Ich glaube, das Wetter wird auch langsam besser. Lockert sich ein wenig auf. Da geht unterhalb von diesen großen Felsen. Sehr, sehr beeindruckend. Ab und zu kommen da auch ziemlich große Steine runter. Es ist wirklich sehr beeindruckend da. Da unten sieht man zum ersten Mal auf der heutigen Tour die Donau. So,
einfach eine herrliche Landschaft. So was Schönes. Ja, dieses Naturparadies. Hier sehen wir, es gehen diverse Velofahrrouten dadurch. Der Atlantik, Schwarzes Meer Radweg, die 6, dann die Deutschlandroute 6, die deutsche Donau und der Radregion Donautal Tour. Also es sind doch diverse Möglichkeiten hier. Da unten wieder die Brücke. Ein Blick wieder nach oben ins Tal rauf. So, da sind wir jetzt an der Donau das erste Mal. Da die Brücke, die überqueren wir jetzt. Da führt die Donau schon, ja, ziemlich Wasser. Wir haben unten ein kleines Kraftwerk. Die Donau wird bis zum Schwarzen Meer x-mal gestaut. Sogar einen ganz, ganz langen Stausee, aber der ist noch etliche Kilometer von da entfernt. Da noch eine schöne Blume. Da haben wir eine ganz schöne Kapelle. St. Maurus Kapelle. Wenn wir uns abdrehen, sehen wir da oben ein Schloss. Dort ist eine Jugendherberge untergebracht. So, jetzt überquere ich schon wieder die Donau. Hier über diese Brücke werde ich jetzt wieder die Donau überqueren. Es ist da, ist die Donau ziemlich kurvig, ja, noch ziemlich eine lange, schön gemachte Brücke. Neu gemacht, da die Donau und da oben das Schloss. Und hier geht's talabwärts. So ein mächtiger Felsen. Oben hat es auch wieder Höhlen. Oh, und da unten sehe ich wieder das Schloss. Ein anderes jetzt. Das ist, glaube ich, Werrenwag, wenn ich es richtig ausspreche. Schau dann, wenn ich zu Hause bin, noch nach. Das ist leider im Privatbesitz. Und nicht, kann man nicht anschauen.
Da drüben sind, glaube ich, Schwäne. Oder es könnten sogar Störche sein. Da bin ich jetzt so wenig nah dran, nicht zum sicher sagen. Da fließt die Donau ganz ruhig. Das ist wirklich ganz traumhaft schön da. Da hier ist die Donau recht breit. Das ist der Grund, dass sie gestaut ist. Übrigens, es sind Schwäne und nicht Störche. Wobei, ein Storch hat es auch dabei dort. Es sind doch auch noch Störche. Da hier wird sicher die Donau aufgestaut. Schiffbar ist sie noch lange nicht. Ist da noch zu wenig Wasser. Es geht noch ziemlich weit, bis sie dann schiffbar ist. Was natürlich gemacht werden kann, ist da mit dem Kanu. Das geht gut. Aber ich glaube, soviel ich weiß, auch zeitlich beschränkt. Da ist das Stauwehr. Und es wird doch ziemlich viel Wasser runtergelassen da. Es ist ja momentan viel Wasser in der Donau. Aber da unten sieht man, dass sie doch schon ein bisschen wieder wilder ist. Und es hat auch Baumstämme drin, die bei Hochwasser darunter geschwemmt werden. Es hat oder gibt oft hier der Donau Hochwasser. Da hier drüben ist eine kleine, wahrscheinlich Mühle. In dem Fall wird da Wasser vom Donau weggenommen, durch einen Kanal geführt und geht durch diese Anlage dort durch. Es ist sicher, ob ein Mühl ist oder sonst irgendeine Fabrik. Oben das Schloss. Ist auch ein mächtiges Schloss. Da ein Blick auf das Donautal runter. Da wurde noch vor kurzem Holz geschlagen. Da wieder ein Blick ins Tal, ins Donautal. Und dann nochmal ein Blick nach oben zum Schloss. Es ist ein mächtiges Schloss. Leider immer noch alles verhangen, aber das macht nichts. Ich hoffe, dass das Wetter dann noch, ja, doch ein bisschen vielleicht besser wird. Es ist auch das Schloss da oben, das ist wirklich beim Felssporn. Da unten die Donau.
da weitet sich das Tal wieder ein bisschen. Und jetzt nochmal ein Blick zum Schloss. So, da sind wir wieder schön an der Donau. Es ist noch ein wilder Fluss. Ist noch nicht so zahm. Da wieder ziemlich steil. Es ist aber sehr schön hier zum Wandern. Da habe ich jetzt wieder Naturstraße. Doch schön einfach hier die Gegend. Da hier unten bei diesem Baum sieht man, wie hoch das ab und zu das Wasser sein kann da, wenn Hochwasser ist. Da muss die ganze Ebene da drüben überflutet sein. Da hinten ist der größte Bauernhof da im Donautal. Genau gesagt im oberen Donautal, dem Naturpark. So, da will ich nochmal das Schloss. Den großen Hof da drüber. Und da hier vorne ist, glaube ich, schon der Bahnhof mit dort noch dem Wassersilo von früher für die Dampfzüge. Ich weiß nicht, ob das heute noch gebraucht wird. Und wie gesagt, bei Hochwasser ist hier die ganze Ebene überflutet. Hier sieht man jetzt, wie sich auf einmal das Tal weitet. Aber ich kann versichern, ich bin noch nicht am Ziel. Das wird, geht noch ziemlich weit. So, da fährt ein Zug ein. Mit einem solchen bin ich übrigens gekommen. Von Ulm. Und der fährt nach Donaueschingen. Da ist der Bahnhof. Und von hier bis Sigmaringen hält er, glaube ich, nirgends. Dann nochmal ein Blick zurück zum Schloss. So, und jetzt fährt der Zug ab. Es ist hier Dieselbetrieb, ist also noch nicht elektrifiziert. Und ich habe auch so das Gefühl, das wird nie elektrifiziert da hier. Weil das ist. Oh, da diese Ebene. Jetzt weit rein in das Tal. Hä? Ein Baum, ein alter, der da gefällt worden ist.
und da eine schön alte Brücke. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob auf diesem ersten Felsen dort oben eine Ruine steht. Ich glaube fast, dass dort auch ein Schloss war. Das ist da eine sehr bekannte Gegend mit Schlössern. Dann noch die alte Brücke. Da hier drüben ist übrigens ein Campingplatz. Und ich habe also schon recht oben auf diesem Fels dort ist eine Ruine. So, hier hat sich das Donautal ziemlich geweitet. Da noch ein Blick mal zurück zum Schloss Ehrenwag. Und hier wird das Donautal schon wieder breiter. Da vorne geht es wieder um einen Bogen herum. Da oben sehe ich im Fels ein Loch. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ziemlich ein großes Loch drin. Da vorne muss das Tal wieder einen großen Einschnitt machen, einen riesigen Bogen, dem es jetzt ein bisschen sanft ist, wird es wieder ein bisschen enger. Wahrscheinlich so, wie es aussieht. Der riesige Felsen kommen da zum Vorschein. Es ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Tal. Hey, wirklich diese Felswand da drüben. Und da hier geht es gleich weiter. Da ziemlich viele schroffe Felsen. Hä? Wieder eine riesige, interessante Felsformation. Also Jura-Gestein. Wir sind hier immer noch im Jura. Der Jura fängt ja schon und weit unterhalb von Genf an. In Frankreich geht dann durch die Schweiz und durch Frankreich und kommt dann nach Deutschland rein. Also bei Schaffhausen, diese Gegend, verlässt der Jura die Schweiz nach Deutschland rein und ja, zieht sich hier noch ziemlich weit ins Land hinein. Schon interessant, hier oben diese Felsnadeln. Ich hoffe, die halten, solange ich da unten bin. Da wieder die Donau. Das Tal und dann nochmal hoch zu diesen interessanten Felsen. Diese Felsformationen da oben, interessant. Da unten die Donau. So, wieder so gesamte Felsformationen.
ist das Saal jetzt auch wieder ein bisschen breiter geworden, weil es so viel. So, dort oben auf diesem Fels ist eine Ruine und dort oben sieht man auch noch eine Ruine, zweite. Das oben. Und da ist ein Stauwehr von der Donau. Da unten ziemlich viel Holz. Ist da angeschwemmt hier. Hä? Da hier kann die Donau wieder so fließen, wie sie von Natur aus fließt. Ist doch einfach schön so. Nicht aufgestaut, wie da an vielen Orten üblich ist. Auch schon da im Oberlauf. Da habe ich was Interessantes entdeckt. Da kommt einfach das Wasser aus dem Berg raus. Interessant. Und fließt da hier unten in die Donau rein. Da hier ist wieder eine interessante Stelle. Bin ich voll mit einem Juragestein drin. Wirklich eine sehr schöne Stelle da an der Donau. Sehr interessant hier zu wandern. Und auch natürlich für die Radfreunde ist es hier eine ganz schöne Strecke. So, hier überquert jetzt die Bahn die Donau und geht dann in einen Tunnel rein. Und ich mache noch einen großen Bogen. So, Glück gehabt, dass noch ein Zug vorbeigekommen ist. Schauen, vielleicht kann ich ihn noch aufnehmen. Nein, ich sehe nichts, außer den Tunnel da. Auch wieder interessante Felsen hier. Da, wo die Donau einen ziemlich großen Bogen macht, eine Schleife. Hier ist noch eine kleine Höhle. Von da oben komme ich runter. Ist auch noch, könnte man auch übernachten im Notfall da oben. Auch wieder interessant, hier die Felsen. Man merkt, dass man da noch im Jura ist. In Sigmaringen hört er eigentlich dann auf. Ich werde aber dann auch noch zu einem späteren Zeitpunkt oben durchgehen und die Gegend noch von oben auch noch zeigen, und zwar auf beiden Seiten.
schöne Kapelle. Hinten, wo man das große Loch sieht, dort war früher eine Burg drin. Da hier drüben sieht man ganz schön das Juragestein. Da unten eine Brücke, wo ich jetzt dann darüber gehen werde. Schön Donautal. Dann sind in die Höhle, den Tunnel. Rechts unten hinter die Eisenbahnbrücke. So hat die Bogen dann gemacht. Einfach schön. Hier das Donautal. So, da vorne habe ich schon wieder ein Schloss. Ich habe heute sehr viele Schlösser. Wobei das größte, das hier auch in der Nähe ist, das sehen wir heute nicht. Schön oben. Ja. Diesen Felsen. Da hier hat die Donau ziemlich einen Zug drauf. So, jetzt komme ich langsam zum unteren Teil der heutigen Wanderung. Drüben hat auch wieder Höhlen, fast. Ja. Zum Teil hat es schön hier in die Formation reingefressen. Steine herausgelöst. Hier drüben wurde ein Tunnel gebaut. Die Straße. Sind Formationen hier wirklich interessant zum Anschauen. Und wurde auch schon wieder ein Tunnel gemacht. Zwei. Da vorne ist auch wieder die Bahnbrücke und weiter vorne schon wieder eine Ruine, diesen Bergrücken. Leider ist die auch befahrt, die können wir nicht anschauen. Große Brücke, dann unten diese Schwelle. Das ist auch eine große. Ja. Auch eine schöne, trotzige Burg. Niedfurt.
sagt, leider kann man nicht hoch zu ihr, die privat ist. Was aber ist, es hat noch eine Höhle, dem Gelände, und wahrscheinlich ist das der Grund, dass man nicht auch zu der Burg hoch kann. So, da haben wir auch noch einen Tunnel. Da drüben, ich hoffe man sieht es, ist noch eine Höhle. Wie weit das hier reingeht, keine Ahnung. Aber es ist doch ziemlich höhlenreich hier. Kleines Tunnel. Und dort ist ein Zug, der runterfährt. Den habe ich gar nicht gemerkt. Eine sehr schöne Stelle da. Und da ziemlich Holz gefällt. So, da kommt jetzt dann ein anderer kleiner Fluss in die Donau, die Schmeie. Die kommt durch das Schmeietal. Ist auch ganz ein schönes Tal. Das werde ich dann euch sicher auch noch zeigen. Da hier fließt jetzt die Schmeie in die Donau rein. Dort oben, diesen Felsvorsporn, ist auch noch eine Burg. Sieht noch ziemlich viel Mauerwerk. Dann nochmal der Zusammenfluss. So, dort vorne kommt dann wieder eine ganz enge Stelle, wo die Donau durch muss. Ich habe jetzt noch den Bergpreis. Ist es sehr imposant hier hoch zu steigen. Aber sehr mühsam.
So, dann noch der letzte Blick runter ins Tal. So, liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde, ich bin jetzt am Ziel angelangt, in Inzigkofen. Es war eine sehr, sehr schöne Tour. Ziemlich lang, aber es hat Spaß gemacht. Ich hatte mit dem Wetter Glück. Heute Morgen, als ich angereist bin, hat es noch geregnet, und sobald ich loslief, hatte ich keinen einzigen Tropfen Regen. Ist doch schön so. Ich danke euch, dass ihr mich begleitet habt, und bis bald zur nächsten Wanderung. Dankeschön. Tschüss. So, der Endspurt. Da vorne ist meine Haltestelle.